So, jetzt wollen wir das Teil mal hier ausprobieren. Der Wagen ist schon vollgeladen. Gucken, ob man hier was, ja, hier kann man was verstellen. Mal gucken. Ja, was mir nicht so gefällt an dem Wagen ist, wie ihr seht, die Lenkung. Das ist wahrscheinlich nur so ein, ja, so ein Taster. Das ist also kein Relais. Ja, der lenkt nicht richtig schön ein. Man kann nicht sauber lenken damit. Sondern der lenkt entweder ganz hart rechts, wie jetzt hier, oder links. Wobei links er nicht so hart einlenkt. Mal gucken. Ja, also das ist was, was mir nicht hier so gefällt an dem Auto. Aber gut, für 9 Euro kann man nichts Großartiges verlangen, ne? Ja, gerade Auslauf. Ist auch nicht so gegeben. Ansonsten, ja, schnell laufen tut er ja auch. Warte mal, er zieht noch so. Dann so ein bisschen. Ja, wie gesagt, die Lenkung ist auch ein bisschen bedürftig.
weil mit diesen 4 Druckpunkten da zu fahren, das ist nicht gerade sehr einfach. Ja, im Großen und Ganzen, gut, man kann nichts sagen für den Preis, ne? Also schnell fahren tut er ja, er ist ziemlich flott unterwegs, aber wie gesagt, die Lenkung, die ist ein bisschen, ja, zu schwach in meinen Augen, weil dieser Lenkeinschlag ist ganz einfach zu wenig. Da muss man vielleicht mal gucken, was man da machen kann. Mal schauen. Ich werde den anderen auch noch mal auspacken und werde mal gucken, ob das genauso bei dem ist. Wir werden das sicherlich gleich sehen. Ich packe den blauen auch noch mal aus. So, der hat jetzt gefühlt doppelt so lange gebraucht zum Aufladen wie der schwarze. Ja, verarbeitungsmäßig kann man bei dem hier sagen, ja, wenn man sich hier so die Felge anguckt, ja, das ist nicht gerade sehr professionell, aber naja, gut. Das sind halt eben so kleine, ich sage mal, Matchbox-Autos, die in Massenproduktion gefertigt werden von dem lieben Schliermann. Deswegen sind die auch so billig. So, wollen wir mal gucken, wie der ist. Ja, da müsste auch ein bisschen nachgestellt werden. Der fährt leicht nach da. Da müsste einen ganz kleinen Tuck. So. Nee, so ist es noch mehr. Also muss er einen kleinen Tuck. Nach da fahren. Jo. Ja, also die Lenkung ist bei dem hier genauso zack, zack, wird immer nur durch so ein, ja, ich nehme mal an, das wird so ein Magnettaster sein. Also das ist kein Servo, wo die Lenkung mit lenkt. Und deswegen ist dieses ungenaue Fahren da so möglich. Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich den irgendwie ein bisschen modifizieren. Mal schauen, was da geht. Ansonsten, ja, ich sage mal für 10 Euro, ja, man kann nicht meckern. Man darf halt eben für 10 Euro nicht zu viel verlangen. Sind halt eben kleine Spielzeugautos. Ja, was hier auch ist, auch hier Mercedes. Ich sollte meinen, das waren mehrere Modelle, aber anscheinend sind das immer nur ein und dieselben. Ich muss noch mal hier gucken. Ich packe euch mal den Link unten rein in die Beschreibung und dann, ja, mal gucken. Gut. Das war's jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und könnt ja mal sagen, ob ihr vielleicht auch Interesse an sowas habt. Mal schauen, ob ich so eine kleine Bahn zurecht bekomme. Dann kann man auch hier, ich glaube, bis zu 3
Autos kann man gleichzeitig fahren lassen, so wie ich das in der Beschreibung gelesen habe. Also kann man mit 3 Autos ein Rennen fahren. Gut, ich habe jetzt nur 2 genommen. Und ja, das war's aber jetzt mit diesem Video. Ich bedanke mich, sage Tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal.